absolute Sensation für Sie, etwas brandneues. Ja, da schlägt Ralfs Herz gleich schon viel, viel schneller. Und das nicht aufgrund der Lautstärke, in der ich jetzt gerade hier meine Freudenschreie kundgetan habe. Auch da läuft der Lutz schon vorbei. Ja, liebe Zuschauer, jeder möchte unsere brandneue Powerbank haben. Und so wird es Ihnen auch gehen. Noch stärker, noch leistungsstärker, liebe Zuschauer, noch besser, noch ein kleinerer Preis. Deshalb heißt es jetzt zugreifen und in die Leitung gehen. Denn die Leitung wird geöffnet, sobald, liebe Zuschauer, hier am Rand einmal das Overlay mit Bestellnummer und Preis eingeblendet wird. Und dann heißt es wirklich schnell sein, weil Ralf, die wird uns aus der Hand gerissen. Ja, das haben wir beim Vorgänger schon gesehen. Der kleine Bruder, den Sie reichlich bestellt haben und der eigentlich immer ausverkauft ist. Wir können immer nur 6 Wochen im Voraus verkaufen. Hier ist der große Bruder. Es ist die leistungsstärkste Powerbank, die wir im Programm haben. Und es ist der sprichwörtliche Eimer Strom. Sie sehen schon leichte farbliche Veränderungen, hier jetzt in Schwarz und unglaublich geschickt aufgestellt. Aber das Wichtige ist erstmal das, was man nicht sieht. Und das ist hier die Kapazität. Wir haben hier 75.000 Milliampere-Stunden Kapazität. Das entspricht 278 Wattstunden, die ich hier an Strom rausziehen kann. Und zwar über 5 Volt, da haben wir 2 Anschlüsse, über 12 Volt, das werde ich Ihnen gleich noch zeigen. Und das ist eben jetzt der sprichwörtliche Eimer Strom über 230 Volt. Hier bis 100 Watt jedes Gerät direkt zu betreiben. Wunderbar einfach auch aufgebaut, weil ich schalte sie jetzt einfach mal an. Sie sehen hier, geht's an und jetzt sehe ich sofort die Kapazität. Ich habe sie vorhin frisch aufgeladen, 100% stehen jetzt zur Verfügung. Das ist schon mal ein Riesenschritt, dass ich das immer sofort digital sehe. Kannst du mir was Strom geben? Wie bitte? Kannst du mir was Power geben? Hier kann ich auch Power geben, ja. 12 Volt Adapter ist dabei. Nein, nicht reinhalten. Das würde dir übel tun. Aber hier, das ist natürlich auch schön, der 12 Volt Anschluss. So wird es jetzt sichtbar, wie der Zigarettenanzünder. Und jetzt kann ich unterwegs einfach mal sämtliche 12 Volt Geräte anschauen. Hier haben wir einen ganz normalen USB-Steckplatz. Da können Sie bis zu 3,1 Ampere aus den beiden rausziehen an Strom. Das heißt, alle USB-Geräte mit 5 Volt laden. Aber das hier ist noch was Besonderes. Deshalb ist er auch hier blau gekennzeichnet. Das ist nämlich ein Quick Charge 3.0 Anschluss. Und das heißt, hier kannst du jetzt schnell laden, ohne zu überladen. Und man spricht bei diesem Quick Charge Laden mit vierfacher Geschwindigkeit. So, und jetzt aber der Hammer, hier die 220 Volt Steckdose. Geräte bis zu 100 Watt kann ich hier jederzeit betreiben. Und bevor ich Ihnen das alles zeige, möchte ich Ihnen noch eine interessante E-Mail vorlesen. Gerade zum Vorgänger mit 42.000 mAh. Und die habe ich hier. Und ich werde sie jetzt wortwörtlich, ohne was zu verändern, darfst du auch gerne. Ja? Lies sie ruhig mal vor. Okay. Und eine interessante Anwendung. Wir haben schon viele Anwendungen hier genannt, aber das hat mich jetzt besonders interessiert. Tatsächlich wortwörtlich, okay? Hallo, liebes Team. Jo, ich habe seit Anfang September die oben genannte Powerbank. Geiles Teil. Ich nutze sie für die Versorgung meines Teleskopes. Das hat eine Steuerung mit automatischer Nachführung und braucht so immer Energie aus 12 Volt. Passt. Gerne schließe ich auch meine gute Kamera an das Teleskop. Doch leider ist die Kapazität des Akkus der Kamera zu gering, um mal eine ganze Nacht Aufnahmen vom Sternenhimmel zu machen. Hier kommt nun die Steckdose der Powerbank ins Spiel. Mit ihr werden auch lange Aufnahmeserien möglich. Und das alles parallel. Einfach genial. Mhm. Und nach einer Nacht mit Teleskopsteuerung und Kamera ist die Powerbank noch nicht einmal leer. Es ist einfach ein geniales Teil für mobile Hobbyastronomen und vor allem leichter und preiswerter als die Notstartblöcke, die man im Kfz-Zubehörhandel erhält. Ich bin einfach nur zufrieden. Mhm. Danke, macht weiter so. Beste Grüße, Thomas. Ja, also, lieber Thomas, vielen Dank für diese Zuschrift. Und jetzt ist nicht jeder von Ihnen Hobby-Astronom und hat so ein Teleskop mit Kamera und Nachlauf, kleiner wie immer Wagen, das auch heißt. Großer Wagen. Sondern auch für den normalen Otto-Normalverbraucher ist das jetzt einfach die Steckdose to go. Ich sage immer der sprichwörtliche Eimer Strom. Weil bis jetzt war es so, ich gehe mit einem Gerät zur Steckdose. Ja, und jetzt ist es so, ich gehe mit dem Gerät zur Steckdose und betreibe sie. Jetzt nur mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe Ihnen mal zwei Beispiele rausgesucht. Mein Autostaubsauger. Ich möchte den außerhalb vom Auto verwenden mit der 12-Volt-Steckdose. Also nehme ich meine Steckdose, laufe zu meinem Autostaubsauger, stecke den ein hier und jetzt kann ich hier, ohne dass ein Auto in der Nähe ist, mit meinem 12-Volt-Anschluss alles absaugen. Wohnwagen, Camping, da ist das natürlich interessant. So, jetzt möchte ich woanders saugen, möchte aber gleichzeitig noch, ja, zum Beispiel mich ein bisschen kühlen oder Musik hören.
das wäre auch möglich. Dann gehe ich jetzt einfach zu meinem Ventilator und jetzt verbaue ich es hier ein klein wenig, aber dass Sie das sehen, hier der Stecker vom Ventilator und ich drehe das jetzt nochmal um, dass Sie sehen, was ich mache. Hier jetzt ganz einfach einstecken und jetzt muss ich nur, schauen Sie hier, die 230 Volt, das ist gekennzeichnet mit der Steckdose, freischalten. Sie sehen und sofort bekommt der Ventilator Strom, der normalerweise nur über die 230 Volt läuft. Jetzt muss ich ihn noch einschalten so und die zwei Ventilationen rein und jetzt habe ich einen Betrieb und weil mir gerade langweilig ist, sauge ich nebenher noch. Das geht, wie wir gerade auch gehört haben, parallel. Ich könnte jetzt auch noch eine Musikanlage anschließen oder gleichzeitig meine Smartphones laden im Quick Charge. Warum nicht? Und das ist eben die Freiheit, die ich heutzutage brauche. Strom to go. Ich gehe mit meinem Strom dorthin, wo er benötigt wird. Nicht mit dem Gerät zum Strom, sondern andersrum mit dem Strom zum Gerät, welches ich betreiben möchte. Und das ist eine Revolution. Und in der Größe, das müssen wir jetzt auch noch mal betonen, mit 75.000 Milliamperestunden oder 75 Amperestunden ist ja dann die gekürzte Version. Das ist wirklich sensationell. Und vor allem super leicht. Ausgeliefert wird übrigens ab dem 31.10., ja, also jetzt in Kürze. Das ist dann aber auch die allererste Auslieferung. Oh, und wir hören gerade schon, es kann im Callcenter zum Stau kommen. Es kann sein, dass die erste Auslieferung hier am 31.10. schon vom Termin her nachverlegt wird. Also das heißt, wenn Sie jetzt bestellen, sind Sie noch am 31.10. dabei. Dann zahlen Sie auch nur 189,91 €, bekommen versandkostenfreie Lieferung und sichern sich den TV-Sonderpreis und den Bestelllistenplatz zum 31.10. noch diesen Monat NX 2739 und die 569. Lassen Sie sich jetzt Zeit. Kann das Datum hier unten umspringen? Dann steht hier nicht der 31.10., ja, sondern vielleicht der 15.12. Und das ist natürlich dann sehr, sehr ärgerlich. Deshalb jetzt zugreifen. 189,91 €, ein Spitzenpreis, muss man sich mal vorstellen. 75 Amperestunden, 75.000 Milliamperestunden, das ist ja der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist das, worauf viele gewartet haben, die Freiheit. Ob beim Camping, beim Angeln oder in der Werkstatt, im Gartenhaus, doch überall, wo kein Strom ist, nehme ich das mit. Ich habe auch schon ausprobiert, was ich da alles dranhängen kann, bis zu 100 Watt. Das sind heutzutage LED-Lichterketten. Parallel benutze ich den Staubsauger, einen Ventilator, ich mache eine Partymusikanlage dran. Und alles läuft stundenlang mit dieser Powerbank. Und du hast es vorhin gesagt, ultraleicht, 2,2 Kilo und stundenlangen Genuss. Ja, für Camping haben wir noch was Besonderes. Hier vorne, das einfach nur als Nebensache, eine kleine Taschenlampe, die auch leistungsstark ist, mit der ich dann auch noch mal Signale senden kann. SOS oder einfaches Blinken, das geht alles. Und das ist für mich also wirklich die neueste Generation. Jetzt von der Größe her, also jetzt nicht die räumliche Größe, sondern die kapazitive Größe mit 75 Amperestunden, wie gesagt, umgerechnet 278 Wattstunden Leistung, die ich hier rausziehen kann. Die Freiheit, die ich brauche, übrigens alles an Kabelmaterial, deshalb sieht es hier ein bisschen wild aus, direkt aus der Packung raus. Das ist das Ladekabel für die Powerbank. Die muss ja auch irgendwann mal wieder geladen werden. Da oben ist die Ladebuchse und das kann ich auf dreierlei Arten und Weisen machen. Einmal über die 230 Volt Steckdose zu Hause. Einmal über die 12-Volt-Steckdose während der Autofahrt, während das Auto läuft natürlich. Und wenn ich noch ein Solarpanel zu Hause habe, könnte ich das auch über Solarenergie. Also kann ich das Panel anschließen und kann die Powerbank über Sonnenkraft wieder auftanken. NX 2739 und die 569 sieht ein bisschen aus wie so ein mobiles Radio, finden Sie nicht? Portabel 100%, uftata, uftata. 75 Amperestunden, 75.000 Milliamperestunden, TV-Sonderpreis 189,91 €. So viel zu den Zahlen und Fakten. Jetzt heißt es schnell sein und gleich in die Leitung gehen. Sichern Sie sich die erste Auslieferung. Sichern Sie sich den TV-Sonderpreis. Sichern Sie sich den Bestelllistenplatz. 31.10., liebe Zuschauer, wird ausgeliefert. Wenn die Bestelllistenplätze weg sind, können wir Ihnen nicht garantieren, wann die nächste Auslieferung kommt. Und sowas ist wirklich etwas, das muss jeder haben. Sie werden es lieben, genauso wie unser lieber Thomas. Beste Grüße auch zurück. Herzlichen Dank für den Beitrag. Lassen Sie uns auch gerne wissen, wie Sie mit Ihrer Sensation klarkommen. Viel Spaß!